Hallo, herzlich willkommen zu Toni Outdoor Gear. Heute möchte ich euch eine Outdoor Überlebensbox vorstellen. Und zwar, das ist eine Trinkflasche mit gewissen Inhalten zum Überleben. Ich werde es jetzt aufmachen. Das Teil habe ich mir selber gekauft. Es ist kein Sponsoring. Ich habe deutlich weniger gezahlt wie bei Amazon in einem Shop. Ich glaube, es war 20 Euro billiger oder 15 Euro, ich weiß es nicht genau. Also zwischen 10 und 20 Euro war es auf jeden Fall günstiger wie beim Amazon. Ich mache es mal auf. So sieht sie aus. Oben ist so eine Solarzelle, um die Batterie aufzuladen. Es ist eine Trinkflasche mit 600 Milliliter, ist hier Skala, glaube ich, sogar ein bisschen mehr. Ist auch von Miltech. Hier ist ein Karabiner. Machen wir mal auf. So, und wie ihr seht, hier ist eine Taschenlampe. Ich mache die mal an. Die erste Stufe. Ich hoffe, man kann was erkennen. Die zweite Stufe ist ein rotes blinkendes Licht, SOS-Licht. Jetzt haben wir es ausgemacht. Mache ich mal alle Sachen wieder raus, dann kann ich euch die Sachen vorstellen. So, das hier ist alles in dieser Überlebensflasche, in Box drinnen. Wie gesagt, die Flasche als Trinkflasche. Hier nochmal die Taschenlampe mit Solarzelle. Hier ist eine Solarzelle. Karabiner ist drauf. Also die Flasche riecht auch nicht, also ist neutral. Das Einzige, was man riechen kann, ist vielleicht diese Plastik von diesen Beuteln oder beziehungsweise von diesem Beutel, wo dabei ist. Also wir haben einen Regenponcho, ist dabei. Man kann es sehen. Dann haben wir so eine Rettungsdecke. Ist auch dabei. Auch nicht schlecht. Zwei Handwärmer. Wäre so ein Klicklicht. Ich glaube, das müsste Klebeband sein. Ein Bleistift. Dann haben wir so einen Clip und eine Pfeife. Dann haben wir folgendes, so ein Spiegel. Dann haben wir was zum Nähen und zwei Knöpfe. Haben wir viermal Salz. Dann haben wir hier einen Feuerstahl und hier eine kleine Säge. Und was mir gut gefällt, diese kleine Kette, diese Ding, ist auf jeden Fall ziemlich lang, damit man auch wirklich Feuer anmachen kann. Also das ist dabei. Dann haben wir ein paar Sicherheitsklammern. Dann haben wir eine Drahtsäge. Hier haben wir einen kleinen Angelset, haben wir einen kleinen Kompass, Angelköder aus Gel, also einmal Wattebausch, also geflochtene Nylonschnur, einen kleinen Taschenmesser mit Feile und kleine Schere. Ich kann es mal aufmachen. Hier ist das kleine Messer. Dann haben wir auf der anderen Seite kleine Pfeile. Und auf der anderen Seite haben wir kleine Schere. So sieht sie aus. Also die schneidet auf. Ich habe für diese Flasche 17,90 Euro bezahlt und diese Flasche ist deutlich billiger wie bei Amazon. Bei Amazon kostet die Flasche, glaube ich, 10 Euro mehr. Diese Flasche habe ich mir selber gekauft, also diese Miltech Outdoor Überlebensbox oder Flasche habe ich selber gekauft, selber gezahlt. Es ist kein Sponsoring. Schaut im Internet nach, also wie gesagt, die gibt es deutlich günstiger wie bei Amazon. Ich denke mal, das ist interessant für dieses Geld, für die 17,90 Euro. Da sind schon ein paar Sachen, die man gebrauchen kann. Wenn sie im Auto so rumstreckt oder wenn man campen geht, ein paar Sachen kann man auf jeden Fall davon
gebrauchen. Auf jeden Fall, es ist kompakt, alles eingepackt, es ist halt wasserdicht. Man kann es auf jeden Fall benutzen. Also ich werde es mal ausgiebig testen und dann werde ich nochmal ein Video darüber machen, wie sich die Sachen da geschlagen haben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie bitte in die Kommentare rein. Ich werde sie alle beantworten. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Abonniert mich, wenn ihr mich nicht abonniert habt, damit ich weiß, ich mache das alles richtig. Die Videos gefallen euch und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Euer Toni. Ciao.